Sphincter? Sphincter. Schmegma in your sphincter. Schmecter. Glass bottom boat. I want to know what that is. Oh, we know Hot Carl. Alabama Hot Pocket! I know about Hot Carl. Dirty Sanchez. I mean, I would assume that's basically what these are. But I don't really know any of these. Dusseldorf, a.k.a. Cleveland Steamer. Oh yeah, I know about that too, but I forgot what that was. I'm sure it's a hot food. You can say a Dusseldorf Steamer as well. Dusseldorf aka Cleveland Steamer. They all have something to do with poo. I'm sure they're all poo, yeah. Figging, Boston pancake, that would be like squishing it into a patty probably. Glass bottom boat. Glass bottom boat. That would be doing it on a glass table while someone's under it. Mitunter kann Autoaggression aber sogar hilfreich sein. Ein Bekannter von mir geriet einmal nicht ganz unschuldig an den Rand einer Schlägerei. Er wollte noch mit dem Auto davon, aber die Gegner waren schneller. Blöderweise in der Überzahl und sogar leicht bewaffnet. Messer und so, also keine Schusswaffen. Eine ordentliche Tracht Prügel schien unvermeidlich und wer weiß, im schlimmsten Fall sogar das Ableben. Und da hatte er eine Idee, die jedem Ausbildner von Spezialeinheiten zur Ehre gereichen würde. Er nahm ein Maurerfäustel, das er aus beruflichen Gründen im Kofferraum mitführte, und begann damit schreiend und wütend auf sein eigenes Auto einzudreschen. Sein Gesichtsausdruck, sein Gebrüll und vor allem die Angst, wozu einer, der bereit ist, sein eigenes Auto zu zerstören, noch alles imstande ist, schlug die Gegner umgehend in die Flucht.